So, hier wird schon mal Holz produziert, das ist gut. Und hoffentlich dann auch hier rüber transportiert, das ist auch gut. Und dann kann hier schon ein bisschen Bretter generiert werden. Ja, wir brauchen auf alle Fälle viel, viel mehr Autos noch hier. Wieso sind das denn so wenige? Die stehen jetzt alle hier und warten erstmal auf die Vollbeladung. Nö. Na gut, ich lasse euch mal ein bisschen laufen. Wir brauchen erstmal hier oben die Stahlproduktion. Und werden von hier das die Strecke rüberbringen. Einmal upgraden hier. Und gehen einfach mal komplett hier über das Gleis. Oh, hier durch. Und wir werden uns... Ja, schöner wäre natürlich, wenn wir von der anderen Seite kommen würden. Dann würden die sich nicht immer gegenseitig behindern. Aber wir können ja hier oben dann den Zuweg machen. So, einmal hier drüber. Theoretisch hier so ein bisschen rein, genau. Und dann passt das. Einmal hier die Upgrades machen. LKW-Station kommt einmal hier auf die Seite. Kommt einmal hier für die Anlieferung auf die Seite. Und für das Wegliefern von Stahl. Also Stahl müssen wir natürlich dann mit dem Zug hier runterbringen. Jetzt ist natürlich ein bisschen doof. Wir brauchen hier eine Weiche, die auch in die andere Richtung noch geht. Weil der Güterzug muss dann von hier oben sich hier einklinken in die Hauptleitung. Und dann, entweder er fährt direkt hier ab, dass man direkt hier runterfährt am Wald hier vorbei. Und geht hier unten rein, dann wird es aber sehr, sehr knapp mit der Kurve hier. Oder wir gehen hier rein und fahren hier runter und klinken uns quasi hier rein dann. Ich glaube, das ist ein schönerer Weg, wenn man hier rausfährt in den Bogen und dann hier reinfährt. Ansonsten macht das wenig Sinn, dass wir hier irgendwo außen rumfahren und dann hier unten reinkommen. Nee, wir machen das hier oben, weil vielleicht braucht man nicht diese Abzweigung sowieso nochmal. Und dann ist ein relativ kurzer Bereich, wo man quasi nicht hinkommt. Aber das ist okay. Das passt schon. Gut, das heißt, wir brauchen auch hier oben den Güterbahnhof. Wir werden gleich mal hier mit der Produktion des Stahls beginnen, damit der Zug was abholen kann. Wir brauchen hier noch Stationen. So. Und hier oben. Gut. Dann die Autos. Da können wir jetzt auch diese Straße noch upgraden. Oh, wir haben ja gar keine. Wir haben eine Straße. Ach, wir haben die hier drüben. Uiuiui. Mega Umweg hier, aber okay. Das heißt, wir holen uns hier die Autos. Wir brauchen da mindestens irgendwie so 20 Autos oder so. Wir brauchen... Oh, da können wir den jetzt verwenden. Den Kipper-LKW. Kapazität von 21 statt 17, was richtig gut ist. 80 km/h ist auch okay. Und wir kaufen mal ein. Ich kaufe mal 10 wieder ein. Für alle beide. Zwar von, der Weg ist ja hier relativ kurz, ne? Also hier nach hier. Da kann man schon ordentlich Kohle anschaffen hier. Kohle 2. Der Weg ist halt lang. Also hier für den Weg bräuchte man eigentlich dann doppelt so viel, wäre jetzt mein Tipp an Fahrzeugen. Das wäre dann in dem Fall 20, ne? Wir machen das jetzt, ne?
Hier werden keine Gefangenen gemacht. Wir gehen hier in die Vollen. So, bis hier rüber. Dann könnt ihr nämlich jetzt schon mal anfangen zu transportieren. Das wäre dann Eisen 2. Dann den Güterbahnhof von Eisen hier. Packen wir hier an die Seite. So hier rein. Wir müssen aktuell nur nach links weg. So. Wir brauchen hier auch wieder 2. Ah, das hätte ich eigentlich gleich wieder vorher machen können. Ich werde das jetzt mal ausprobieren, weil im Chat stand jetzt leider nichts. Ich werde das jetzt mal ausprobieren, ob 2 Gleise auch für das B- und Entladen dann möglich sind. Oder ob das nicht funktioniert. Wir müssen das dann natürlich noch ein bisschen beobachten. Gut, das heißt, wir fahren hier raus und klinken uns hier vorne ein. In diese Erhebung hier. Nach dem Haltesignal. Wieso habe ich hier 2 Haltesignale? Ach so, für die andere Richtung, ja. Ja, die müssen wir noch ganz kurz setzen. Das heißt, rechts rum erstmal. Und hier vorne rein. Mit Schmackes, bitteschön. Mindestens 100 km/h. So. Ja, wir werden das mal ausprobieren, wie das funktioniert. Das passt schon. Mir macht gerade ein bisschen Sorgen, dass wir hier so wenig... gut, wir haben ganz viel gekauft jetzt, ne? Deswegen sind wir aktuell im Minus. Wir haben ja die ganzen LKW jetzt gekauft. Das wird sich schon wieder einpendeln. Mir fehlt halt immer noch ein bisschen so die Kontrolle über die Finanzen. So richtig aussagekräftige Werte irgendwie. Also entweder kann ich es nicht lesen, weil ich noch nicht weiß, woher dann die Zahlen kommen. Oder es ist halt wirklich schlecht aufbereitet irgendwie. So, wir machen das Signal hier ein bisschen weiter. Wobei wir können ja, Moment, einmal hier oben eins machen. Hier. Dann hier kommt eins. Und die anderen, die bleiben ja. Da kann man ja durchfahren dann. Genau. Ah, wir haben mal wieder einen Bot. Sehr schön. So, das heißt, der fährt hier rein, fährt hier rüber und jetzt müssen wir hier vorne noch dafür sorgen, dass er auch abbiegen kann. Und zwar am besten hier ist ja... Das heißt, er muss hier rausfahren. Am besten hier mit 120 raus, jawohl. Sieht gut aus, aber wahrscheinlich kann er hier nicht mehr mit 120 rein. Nein. Ah, aber wenigstens mit 100 kann er noch rein hier. So, einmal hier rausfahren und dann natürlich wieder zurückfahren. So. Ich wüsste eigentlich keinen Grund, wieso man jetzt noch irgendwie eingleisig bauen sollte. Außer man will wirklich Gleisgeld sparen. Aber... Das Ganze jetzt hier eingleisig zu machen, würde das alles so verkomplizieren. So, also, das heißt, er fährt hier zurück. Er muss hier natürlich warten. Dann der muss hier warten. Und reinfahren kann immer jeder dann. Wir könnten, wisst ihr, was wir machen? Wir machen mal hier auch noch so einen Abschnittsbereich. Hier vorne fehlen noch die Signale. So, Holz wurde gegründet. Jetzt habe ich hier 3 Holzindustrien hier in der Reihe. Gut, ich denke mal, das müsste erstmal so passen, oder?
Das müsste erstmal so passen. Kann man vielleicht hier noch irgendwo nochmal mehr Unterteilungen machen? Das passt. Hier oben wäre auch noch eine Unterteilung vielleicht. Ist wahrscheinlich überhaupt nicht notwendig, weil so viele Züge werden hier nicht fahren. Aber, ne? Kann man ja mal ausprobieren. So, wie sieht's aus bei euch jetzt hier? Wird hier irgendwas schon... Also, ihr transportiert hier... Wird hier irgendwas transportiert aktuell? Ja. Also, Kohle wird transportiert, das ist gut. Hier drüben wartet Eisen momentan. Und die Frage ist, was passiert hier? Anstatt, dass die direkt gleich mal erst hier rüberfahren und das Eisen holen, fahren sie jetzt alle erstmal hier rein. Und wollen das hier abholen. Leute, ihr seid ja vielleicht Lumpen. Kann ich das mal anders machen? Können wir mal die Strecke ändern von Eisen? Damit die vorne anfangen. Fenheim Ost. Hohenstein. Hä? Moment. Eisen 2. Eigentlich hätte ich gesagt, die sollen in Hohenstein anfangen, ne? Und trotzdem fahren sie jetzt alle zuerst nach Firnheim Ost rein. Und stehen sich hier die Füße in dem Bau. Jetzt kommen die anderen und die können dann gar nicht mehr reinfahren. Ach, das gibt wieder Stau hier. Das gibt wieder Stau, Leute. Na gut, ihr kriegt das schon in den Griff irgendwann und dann passt das schon. So, jetzt brauchen wir noch einen Zug. Einen Zug, den wir hier oben kaufen können. Und der dann Stahl transportieren muss von hier nach hier. Und wir brauchen einen Zug, der die Maschinenteile dann transportiert. Aber erstmal den Stahlzug. Die Frage ist, wie teuer wird er? Wie teuer wird der Stahlzug? Wir gucken mal, was wir nutzen können. Den Rungenwahn für Stahl. Ich würde ja gerne so zwei Züge machen, ne? Dass wir zwei Züge machen. Weil einer wird immer ein bisschen zu wenig sein fürs Hin- und Herfahren. Wir machen mal zwei Züge mit 100 Kapazität. Und jetzt ist die Frage, wer kann den ziehen, das Zeug? Missionen gibt es so gesehen ja eigentlich nicht, aber es gibt eine Kampagne, da gibt es Missionen. Aber hier im freien Spiel kannst du halt spielen, wie du willst. Evergrande. So, Zugkraft 235, 177, 200. Schweineteuer alle wieder. Elektrisch vielleicht. Günstig irgendwas. Dampf ist nur noch der hier. Für 7 Millionen. 1,2. 1,1. Wenn wir uns den hier holen, den BR500, ich glaube, den hatten wir vorher auch schon mit 177, hat der eine mittelmäßige Zugkraft hier. Wenn wir den rausschmeißen und ersetzen mit dem BR218, kostet halt gleich mal über doppelt so viel. Wenn wir den Nohab nehmen, 900. Auch mittelmäßig. Wir haben die Schienen extra auf 120 gemacht. Ich mache die immer so auf 120, damit es halt da ist. Aber ich passe da ehrlicherweise nicht so auf. Aber der hier würde auf alle Fälle 120 fahren. Aber halt auch wieder nur mittelmäßig. Ich vergesse das auch immer dann. So elektrisch 300. Ah, die sind schon... Ich kann die halt nicht unterhalten hier. Ist halt Wahnsinn. Wir nehmen mal den hier oben, den Nohab. Und setzen den mal hier ein. Wir kaufen zwei Stück oder kaufen mal einen. Ja komm, wir kaufen mal zwei, weil wir die brauchen. Uiuiui, 25 Millionen. Uiuiuiui. Neue Linie von hier. Nee, falsch. Von hier. Bis hier. So.
Oh, wir brauchen noch eine Weiche, fällt mir da ein. Wir brauchen noch Weichen für die Gleise, damit die nicht auf der gleichen Seite wieder zurückfahren. Wir machen die Weiche ganz hier vorne, wie wir es gelernt haben. Aber wir nehmen uns ein bisschen mehr Platz dafür, damit wir hier mit 120 weichen können. Wie wir Profis sagen, eine 120er Weiche. Dann hier oben genau das gleiche. Da habe ich natürlich wieder nicht aufgepasst. Da ist es wieder ein bisschen krumm, das Ganze. Aber auch hier kommt eine 120er Weiche rein. Dann könnt ihr nämlich hier durchbrettern, als gäbe es keinen Morgen mehr und den Stahl schneller anliefern. So, kurz nochmal die Stecke angucken. Genau, dann fahren die nämlich rechtsrum wieder zurück. Und jetzt ist die Frage, ob der jetzt hier beim Zurückfahren, wenn wir ihm einstellen... Ah, guck, das geht gar nicht. Ich kann ihm jetzt nicht einstellen, dass er auch Gleis 2 nutzen soll. Gleichzeitig. Das geht ja mit dem neuen Patch jetzt. Aber das geht jetzt hier nicht, wahrscheinlich weil ihm hier an der Seite der Güterbereich fehlt. Wir gucken mal kurz, wenn ich jetzt eine Güterplattform ransetze. Ob wir dann die Linie so anpassen können. Ah, jetzt geht's. Jetzt können wir hier auch noch Gleis 2 dazu nehmen. Das heißt, die fahren hier raus und fahren dann hier wieder rein. Und wenn sie dann wieder zurückfahren, können sie hier wieder wechseln. Wichtig ist nur, dass sie hier auf der Hauptstrecke immer Rechtsverkehr machen. Genau. Das passt. Und das gleiche dann hier vorne. Das heißt, wir brauchen auch hier einen entsprechenden Güterbereich an der Seite. Das heißt, jedes Gleis braucht auch wirklich Verbindung zum entsprechenden Güter- oder Passagierbereich. So, das heißt, auch hier einstellen. Und das ist, also das ist eine tolle Lösung, die sie jetzt hier eingebaut haben, seit dem Patch. Weil halt wirklich alles genutzt werden kann hier. Jedes Gleis, wenn irgendwo blockiert ist, fährt man einfach auf das andere Gleis und kann dann trotzdem Sachen ausladen. Genau, du kannst, seit dem neuen Patch gibt es das jetzt. Du kannst jetzt quasi für einen Güterbereich kannst du mehrere Gleise festlegen und das ist halt richtig gut. Vorher konntest du ja immer nur entweder oder sagen. Hey, Salusa. Hab gehört, es gibt Sonnenbrand zu bestaunen. Ich habe das Gefühl, manche Leute kommen nur hier rein, nicht zwecks meiner Spielkünste, sondern um sich zu ergötzen an meinem Leiden. Ich weiß noch nicht so ganz, was ich davon halten soll. Gut. Das heißt, natürlich. Das heißt, jetzt gucken wir mal ganz kurz uns an, was wir hier fabriziert haben. Also, erstes Eisen wird schon mal hier gemacht. Der Stau hat sich aufgelöst, das ist auch gut. Wir müssen nur mal gucken, ob jetzt die Leute hier genügend Eisen produziert bekommen. Momentan fast sogar ein bisschen zu viel, wenn ich das richtig sehe, für diese... Ich glaube, ich habe immer noch ein bisschen, dadurch, dass wir so langsame Autos hatten... Habe ich immer noch ein bisschen hier im Hinterkopf, dass wir ganz viele Autos brauchen. Aber es sieht so aus, als brauchen wir gar nicht mehr so viele Autos. Die sind schon am Produktionsmaximum aktuell. Und wir haben hier ein bisschen Stau derzeit. Seht ihr das? Also wir könnten hier durchaus auf Autos verzichten, Leute. Bei Eisen. Und wahrscheinlich oben auch. Wir machen mal ein paar Autos weg. 1, 2, 3, 4, 5 weg. Dann sind wir bei 15 und werden das mal im Auge behalten. Und hier oben, hier ist einigermaßen an Kohle da, aber hier oben sind halt auch weniger Autos unterwegs. Hier oben sind nur 10 Fahrzeuge unterwegs. Also da könnte man jetzt zum Beispiel nochmal Fahrzeuge dazu kaufen, damit die alle immer schön bestückt werden. Weil hier oben, ja, das sammelt sich schon ganz gut an. Jetzt kommt ein Auto und nimmt ein paar mit. Jetzt kommt schon das nächste.
Ja, wir lassen es mal laufen und erst wenn wir so eine Überproduktion haben, kaufen wir Autos dazu. Genau, die sind auch nicht voll gewesen jetzt natürlich. Und dadurch, dass wir ihnen jetzt aber die entsprechenden Autos hier wegnehmen, wird hier drüben, haben wir hier drüben mehr Zeit zum Produzieren und dann können die die wieder mitnehmen. Also wir müssen das ein bisschen laufen lassen jetzt, weil momentan sind ja auch noch sehr viel unterwegs. Vielleicht würde hier sogar reichen, statt 15 nur noch mit 10 zu fahren. Das könnte auch sein, aktuell. Dass man hier nur mit 10 fährt. Obwohl die Strecke halt, sag ich mal, doppelt so lang ist wie die Kohlestrecke hier oben. Man kann sagen, dass die nur fahren sollen, wenn sie voll sind. Aber es ist ja eigentlich egal, wenn du ihnen quasi... Moment mal kurz, der Bauernhof hier oben. Ja. Wenn du ihnen quasi, wenn du einfach nur weniger LKW hast, dann wird er immer automatisch vollgeladen. Das passt dann schon. Weil der ist dann so schnell produziert. Ich habe aber das Gefühl, Eisen produziert irgendwie langsamer wie Kohle. Es sieht schon so aus, dass wir immer noch zu viele LKW hier in dem Bereich haben.